Manche Menschen sind trotz ihres Reichtums sehr unglücklich. Das ist heute schon das dritte Mal passiert. Andere hingegen haben Glück auf Schritt und Tritt. Ich möchte etwas Erfrischendes zu trinken. Oh, eine Limonade. Ich frage mich, ob ich genug Geld dafür habe. Oh, ich muss eine kleinere Flasche kaufen. Das ist so entspannend. Oh, guten Tag. Nimm es. Oh, juhu. Ich bekomme noch eine Flasche geschenkt. Stimmt's? Herzlichen Glückwunsch für dich. Ja, hier ist deine Limonade. Was, wenn ich dieses Mal auch Glück habe? Ich habe wieder die Gewinnkappe. Wow, das nenne ich Glück. Hier, bitte sehr. Cool, danke. Aber wir alle wissen, dass Mia noch nicht fertig ist. Ich gewinne wieder. Dreimal hintereinander? Schon wieder? Da hast du es. Es sieht langsam wie Betrug aus. Dein Preis. Schon wieder. Mit dieser Art von Mias Erfolg wird der Laden bald einen Verlust einfahren. Ich kann es nicht glauben. Wie ist das möglich? Hallo, gib mir eine Flasche Limonade. Es tut mir leid, aber die ist ausverkauft. Hey, Mister, du kannst sie bei mir kaufen. Wow, toll. Ich kann sowieso nicht alles trinken. Warum also nicht etwas Geld dazu verdienen? Viele von uns würden gerne einen Preisdeckel finden und Rose ist da keine Ausnahme. Nur hat sie am Ende nur ein nasses Kleid bekommen. Es ist das Übliche. Ich habe mich einfach umsonst schmutzig gemacht. Aber das ist kein Problem. Ich habe noch eine ganz andere Kiste, also gibt es immer noch eine Chance, einen Preis zu finden. Und warum schäumt es schon wieder? Das ist wie immer Pech für das reiche Mädchen. Was ist das für ein Murphsches Gesetz? Chris, komm sofort hierher. Wie kann ich Ihnen helfen, Miss Rose? Mach die Limonadenflaschen für mich auf. Ich brauche die Verschlüsse. Wie du meinst. Hier, bitte sehr. Hier ist nichts. Ah! Du hast die Flasche mit Absicht geschüttelt, bevor du sie mir gegeben hast. Hier, jetzt mach sie auf. Rose sollte das Schicksal nicht mit ihrer Gemeinheit ärgern, sonst revanchiert es sich. Au! Mein armes, schönes Auge. Ah! Das ist ein Gewinnerdeckel. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Ich werde ein Star. Natürlich. Haltet bitte den Aufzug auf. Tut mir leid, der ist nur für VIPs. Aber ich habe es sehr eilig. Sie sind so arrogant. Meine Liebe, du bist das Licht in meinen Augen. Wo ist die Schauspielerin? Wir haben schon lange mit den Dreharbeiten begonnen. Und was machen wir jetzt? Aber Roses Schicksal kümmert das nicht. Oh nein, werden wir jetzt sterben? Helft uns! Irgendjemand! Keine Antwort. Wie kann sie es wagen, unsere Arbeit zu verzögern? Ich habe Klaustrophobie. Hier gibt es überhaupt keinen Empfang. Ich kann nicht mal den Direktor warnen. Ich werde nicht noch einmal mit diesem Mädchen arbeiten. Hier ist dein Kaffee. Igitt, das ist ja eklig. Oh, ich glaube, wir sind gerettet. Du hast das perfekte Gesicht. Stell dich ins Bild. Wie du willst. Wohin soll ich gehen, wenn mein Herz hier bei dir ist? Warte, dann bleib bei mir. Das wird ein filmisches Meisterwerk. Ich liebe es einfach. Was für ein großartiges Schauspiel. Du bist meine Sonne, ich bin der Mond. Aber der Himmel wird kein Hindernis für uns sein. Was? Trumwoods neuer Stern? Miss Rose sollte diese Nachrichten bestimmt nicht sehen. Eure Aufgabe für heute ist also Improvisation. Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ihr könnt jetzt anfangen, eure Meisterwerke zu erschaffen. Viel Glück, Leute! Die reiche Rose setzt selbstbewusst ihren Pinsel ein, denn sie hat schon als Kind unter Profis das Malen gelernt. Die arme Maya hingegen muss sich auf ihr Glück verlassen, denn sie ist keine große Künstlerin. Ach, was soll's. Ich weiß sowieso nicht, wie man es macht. Welches Bild wird gewinnen? Mit geschlossenen Augen gemalt oder mit aller Aufmerksamkeit? Oh, mein Botticelli, Rose, du hast alle meine Erwartungen übertroffen. Das ist eine wohlverdiente Eins. Warte, das kann nicht sein. Wer ist die Gewinnerin? Ich bin die Gewinnerin. Hallo, das musst du dir ansehen. Komm sofort hierher. Ich frage mich, was an Mayas Kunst so besonders ist. Ja, wir warten schon auf dich. Gleich kommt ein berühmter Kunstkritiker vorbei. Ich bin hier. Schau dir die Arbeit meiner Schülerin an. Maya, das ist Mr. Young. Ich sehe zum ersten Mal eine so talentierte Künstlerin. Ah, was für ein Ausdruck. Eine Schülerin ist die Erschafferin eines neuen Meisterwerks geworden? Oh nein, Miss Rose wird wieder sauer sein.
Wir schmeißen in letzter Zeit zu viele Zeitungen weg. Kannst du ein paar Fotos von mir machen? Für Kleingeld arbeite ich nicht. Das Pech für die arme Maya ist, dass die Dienste eines professionellen Fotografen viel mehr kosten, als sie sich leisten kann. Und was hat sie sich erhofft? Oh, Miss Rose, was macht das arme Mädchen denn hier? Das sollte genug sein. Ich will, dass du mir das perfekte Fotoshooting organisierst. Was denkst du? Ich mag meine Haare nicht. Chris, ich höre. Lass mein Haar im Wind wehen. Schwing es fester. Mach es schneller. Das ist nicht gut genug für mich. Ja, dieses verwöhnte Mädchen ist nicht leicht zufriedenzustellen. Wie wäre es damit? Ich brauche mehr Wind. Das sollte auf jeden Fall helfen. Ah, er ist zu stark. Ich werde gleich weggepustet. Hör auf, stell ihn sofort ab. Wow, was für ein Anblick. Das ist echtes Geld. Jetzt reicht's. Hör auf mit den Fotos. Chris, komm hierher. Der Blick in deinem Gesicht. Miss, machen Sie bitte ein Foto von mir. Schon gut, kein Problem. Ich frage mich, was dieses Mal auf der Verpackung steht. Wow, ich habe einen ganzen Jahresvorrat an Kaugummi gewonnen. Das ist so ein Glück. Die Lieferung ist auch sehr schnell. Ich bin im Kaugummihimmel. Vielen Dank. Die Favoritin von Fortuna hat wie immer unglaubliches Glück. Toll, es gibt eine Menge davon. Und ich weiß, wie man sie benutzt. Hallo, meine Lieben. Heute zeige ich euch, was ihr aus einem Haufen Kaugummi machen könnt. Die arme Maya hatte eine geniale Idee. Du nimmst ein Tortilla-Gummi und ein Pop-It, legst es zusammen und voilà. Jetzt ist das Pop-It-Gummi fertig zum Kauen. Mit dieser Menge an Kaugummi kannst du eine Blase aufblasen, die alle Rekorde bricht. Ich kann nicht glauben, dass dieses Mädchen so viele Likes bekommen hat. Chris, komm hierher. Ich will ein ähnliches Video machen, aber 100-mal cooler. Besorg mir so viel Kaugummi, wie du finden kannst. Das reiche Mädchen lässt sich ihre Chance, beliebt zu sein, nicht entgehen. Hier, bitte sehr. Du veräppelst mich doch, oder? Denn das ist sicher nicht genug. Jetzt heb es vom Boden auf. Nicht genug, nicht genug. Ich wünschte, diese Gummis würden an ihren Haaren kleben bleiben. Chris, und du solltest vorsichtiger sein, denn Kaugummis enthalten normalerweise keine achtbeinige Füllung. Such dir einen guten Winkel aus und los geht's. Aber wer hätte daran gezweifelt, dass die Dinge für die unglückliche Rose nicht wie üblich nach Plan verlaufen würden? Abonniert meinen Kanal. Du solltest das Glück beim Schopf packen und nicht. Hey, willst du nicht deine Treffsicherheit testen? Du hast die Chance, 100 Dollar zu gewinnen. Hey Chris, kannst du das fangen? Oh, gib mir eine Sekunde, um mich vorzubereiten. Rose hat ihr eigenes Spiel. Ich werfe. Bei solchen Spielen muss man vorsichtig sein, sonst könnte sich jemand verletzen. Strike! Hat sie es geschafft? Hey, das ist nicht fair. Puh, keine Sorge, mir geht's gut. Hier, nimm deinen Preis. Juhu! Danke! Ich muss alles neu arrangieren. Sir, solche Spielchen können Sie hier nicht machen, dafür bekommen Sie eine Strafe. Und Rose hat anscheinend ein bisschen zu viel Lust bekommen, essbares Baseball zu spielen. Oh nein! Ich komme! Warte bitte! Sieht so aus, als würde jemand gleich eine rote Karte bekommen. Wir sind in Schwierigkeiten. Vor der Tür steht ein Polizist mit Essen auf dem Kopf. Oh, was sollen wir denn jetzt machen? Vielleicht würde Geld das Problem lösen. Du zahlst. Ich habe Angst vor ihm. Sprich selbst mit ihm. Wie wär's mit einem Deal? Auf keinen Fall. Du kommst mit mir mit. Kehr gründlich auf. Hey, wo willst du denn hin, Lady? Du bist noch nicht fertig. Ich wollte da auch nur fegen. Hier ist die Formel. Nehmt die Reagenzien und mischt sie. Okay. Ich mag diese Farben. Ich werde sie benutzen. Nein! Rose, das sind die falschen Reagenzgläser. Hör auf! Sieht so aus, als würde das reiche Mädchen einen weiteren Rückschlag erleiden. Oder wird es dieses Mal die stets glückliche Maya einholen? Aua, das tut weh. Leg sie zurück. Hast du dir das Rezept überhaupt angeschaut? Heureka! Jetzt verstehe ich alles. Du hast hier fast eine Explosion verursacht. Der magische Stoß mit dem Apfel hat Mayas neues Wissen auf dem Gebiet der Chemie geweckt. Was für einen Zaubertrank sie wohl gerade kocht. Ich brauche ein wenig von dieser Substanz und die letzte Zutat, meine Haare. Fertig!
Chum-Chum-Magie in Aktion. Ich habe es geschafft, einen echten Goldbarren herzustellen. Das Glück ist wie immer ganz auf Mayas Seite. Gib mir den Apfel. Hat dir unser Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken. Wir sehen uns.